Bisher haben wir ja vor allem über den Unsinn von einem Totalverbot geredet. Und jetzt geht die Diskussion eher Richtung Tempo 100. Was ist da dazu der Hintergrund? Der Hintergrund ist folgender. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Ablehnung von Stop-Off-Roader-Initiativen festgehalten, dass 4 von 5 Fahrzeugen, die heute immatrikuliert sind, das heisst, die heute im Verkehr zirkulieren, nur noch 100 Stundenkilometer auf Autobahn dürften fahren. Basierend auf der Tatsache, dass sie eine von den Limiten, die die Stop-Off-Roader-Initiative fordert, nicht erfüllt. Und wo sie eine von diesen Limiten nicht erfüllt, können die Fahrzeuge nur noch mit 100 Stundenkilometer auf der Autobahn zirkulieren. Was würde denn das für die Verkehrssicherheit bedeuten und was für die Autobesitzer? Für die Verkehrssicherheit bedeutet es sicher einen zähflüssigeren Verkehr, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Heute haben wir die schweren Nutzfahrzeuge, die mit 80 Stundenkilometern unterwegs sind. Und wir haben den Personenverkehr, der mit 120 Stundenkilometern unterwegs ist. Und das wird jetzt noch einmal mehr aufgeteilt. Und das ist sicher nicht förderlich für die Verkehrssicherheit auf den Autobahnen. Und was bedeutet es für den Autobesitzer? Für einen Autobesitzer ist es natürlich erstens mal ärgerlich, weil er hat in bestem Wissen und Gewissen zu seiner Zeit, als er das Fahrzeug gekauft hat, das Beste von allen Fahrzeugen gekauft. Und jetzt wird er abgestraft, rückwirkend. Er darf also das, was ihm einmal versprochen worden ist, darf er nicht mehr einhalten. Und das ist mehr als ärgerlich. Das ist das eine. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Auto, das abklassiert wird, also von 120 Stundenkilometer auf 100 Stundenkilometer runter, dass das auch reell an Wert verliert, an Wert, wenn er es wieder einmal verkaufen will.